Hallo meine lieben Kapitalistenschweinchen und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin immer noch Sebastian und heute gibt es mal ein kleines Depot-Update von dem Ü50 Rentnerdepot meiner Eltern. Also immerhin noch weiter. Ich spendiere 100 Euro dazu, meine Eltern 150 Euro, in Summe 250 Euro und ab und zu erhöhen wir mal die Rate, um natürlich die laufenden Dividenden, die immer wieder reinkommen, immer nochmal zu reinvestieren gleich. Bespart werden folgenden 10 Unternehmen. Da siehst du das einmal hier in dem Kuchendiagramm und zwar Medtronic, Lockheed Martin, Unilever, 3M, die Altria Group, Procter & Gamble, Microsoft, Coca-Cola, Johnson & Johnson und die PepsiCo. Genau, soweit sind das die 10 Stück und wie haben die performt? Zack, da sind wir auch schon. Also hier in der Heatmap bitte einmal nach rechts sehen. Siehst du hier den Juni? Den Juli können wir uns auch gleich nochmal angucken. Aber der Juni erstmal zuvor der schlechteste Monat dieses Jahr und überhaupt generell in dem Portfolio meiner Eltern minus 4,9%. So schlimm war es noch nie. Wir hatten mal letztes Jahr im September minus 4,7 ähnlich schlecht gelaufen, aber der Juli jetzt doch wieder relativ sportlich. Wir haben heute den 7., 8., 9. Juli so um den Dreh. Auf jeden Fall kommt das Video am Sonntag. Ja, wir haben heute den 9. Juli, wunderbar. Und ja, plus 2,4% im Juli immerhin schon. Das macht das Jahr natürlich noch nicht wett. Aktuell das Jahr minus 3,6%. Bei mir im Portfolio sieht es deutlich düsterer aus. Insgesamt performt es aber deutlich besser. Es ist halt ein bisschen volatiler, nicht ganz so defensiv wie hier in dem Renten-50 Depot. Hier wollen wir einfach ein bisschen Sicherheit haben und dann safe die Dividenden für die Rente kassieren in 10, 11 Jahren ungefähr. Also der aktuelle Zinsfuß mit 6,52 natürlich nicht so doll. Wir sind jetzt aber auch im aktuellen Abwärtstrend. Mal schauen, wie das in einem Jahr oder 2 Jahren aussieht. Da kann sich das alles doch wieder schon gedreht haben. So, schauen wir uns mal die Wertpapiere ein bisschen genauer an. Da haben wir schon die Wertpapiere. Fangen wir einfach von unten nach oben an. Hier Medtronic mit Kursverlusten von minus 22,2% und absolute Performance minus 21,41%. Ja, also die ausgezahlten, ausgeschütteten Dividenden haben bisher noch nicht so viel wettmachen können. Auch ein guter Abwärtstrend, wunderbar zu sehen. Unilever, ja, geht auch. Ja, man dachte, die hätten sich mal wieder ein bisschen gefangen. Jetzt geht es doch wieder ein bisschen runter, aber günstige Kurse ist immer gut. Unilever als Konsumgüterhersteller und Nahrungsmittelproduzent kein Problem. Da mache ich mir wenig Sorgen für die nächsten Jahre. 3M auch minus 11,13 absolute Performance, auch nicht so stark. Das geht auch schon länger bergab. Allerdings finden da viele Transformationen statt. Die Firma wird sich ein bisschen verschlanken, Produkte rausnehmen, die nicht mehr so rentabel sind, sich auf die rentablen Produkte und Güter konzentrieren. Dann haben wir noch die Altria Group. Ja, hier sieht man die hohe Dividendenausschüttung. Eigentlich Kursgewinne, ja, also Kursverluste minus 7,59%. Aber durch die recht hohe Dividendenausschüttung sieht man, das macht doch einiges wett. Also insgesamt gerade mal nur minus 0,7%. Und dann wird es auch schon grün mit Procter & Gamble, Microsoft, Coca-Cola und auf den dritten Platz die Lockheed Martin. Ja, mehr oder weniger am Allzeithoch kratzend, wirklich gut. Hier auch ein bisschen Glück gehabt mit den Nachkäufen, dass es immer mal so in Zählern war. Ja, man muss auch mal Glück haben. Johnson & Johnson auch von einem Allzeithoch zum nächsten Allzeithoch. Das läuft wirklich sehr, sehr gut. Und mit insgesamt schon 33,63% positive absolute Performance. PepsiCo wäre wirklich sehr stark. Also das geht ja auch hier wie am Schnürchen jetzt aktuell hoch. Von einem Allzeithoch zum nächsten Allzeithoch. Und nun schauen wir uns einmal kurz die Dividenden an, denn das Quartal 2 hat auch geendet. Das ist immer sehr interessant zu wissen, wo wir denn stehen. Und es ist auch Halbzeit für dieses Jahr. Also bleibt dran, jetzt schauen wir uns einmal die Dividenden an. Hier wunderbar als vorletzten Balken kannst du sehen den Juni, der höchste Balken von allen. Und zwar haben wir da bekommen an Dividenden 17,40 Euro. Die Dividenden kamen von 3M, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Microsoft und Unilever. Wirklich sehr, sehr stark. Der Juli scheint auch ziemlich gut zu werden. Da haben bisher nur zwei Unternehmen ausgeschüttet, zwar Coca-Cola und Pepsi jetzt Anfang des Monats. Da fehlt noch Altria und Medtronic, da kommt noch einiges oben drauf.
Also alles in allem, aber im Juni 17,40 € neues Allzeithoch sowie Dividenden wie noch nie erhalten. Wirklich sehr, sehr stark. Da kann man doch sehr zufrieden damit sein. Und was sagt das Quartal 2? Bam, da siehst du es, ein Riesenunterschied. Ja. Letztes Jahr an dem Quartal 2 waren es noch 20,65 €, nun 42,03 €, also mehr als verdoppelt. Ja, wir investieren nicht unbedingt mehr, also ein bisschen zumindest, weil wir Dividenden immer wieder mit reinvestieren und die Sparpläne zeitweise ein bisschen erhöhen. Natürlich auch die Unternehmen erhöhen weiterhin schön ihre Dividenden für uns und aktuell natürlich auch der schwache Euro ein großer Faktor dabei. Ja, wenn 3M in Dollar ausschüttet, bekommen wir natürlich für einen Dollar jetzt deutlich mehr Euro als vorher. Das spielt uns aktuell natürlich auch in die Hände. Nichtsdestotrotz wirklich stark schöne Entwicklung auch zum Vorjahresquartal und zum Vorquartal Q1 diesen Jahres. Und wir haben nun Halbzeit, 50% der Zeit sind rum und wir haben schon fast das Vorjahr geknackt. Da waren es 94,38 € und wir sind jetzt schon bei 83,47 €. Also ohne Probleme werden wir das Jahr 2021 schlagen. Vielleicht auch schon im nächsten Monat, wenn nicht dann spätestens im August. Ja, wunderbar, das soll es auch schon mal gewesen sein. Ein kurzes Update. Hier siehst du noch einmal die Bestände. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Lass mir doch sehr gerne noch ein Like und ein Abo da. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und bis nächste Woche. Ciao, ciao.